Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Direwolf 20, wie immer mit dabei der Mulle. Okay, mehr oder weniger. So, das Portal ist da. Ich würde sagen, wir verpissen uns immer nach Alfheim. Tschö. Yeah, ich komme mit. Au. Ich glaube nicht so awesome. Blöd. Ich hab gehört, wir kacken ihn ins Portal. Ja, wir kacken da ins Portal und hauen da mit dem Paddel drauf, da freuen die sich drauf. Oh ja. Okay. Wir waren jetzt in der letzten Folge stehen geblieben. Die Message lese ich jetzt nicht nochmal zu Ende. Das könnt ihr vergessen. Ah, oh, das sehe ich anders. Was? Ja, das ist schön, dass du das anders siehst. Es wird Zeit, dass wir mal unsere Ressourcen updaten. Alfheim contains a very varied amount of exquisite resources. Sadly, though, most of them are extremely scarce and hard to come by due to competition between the various clans. The elves are interested in trading some materials such as Dreamwood, Elementium, Pigstars or Dragonstone. Resources native to their lands. Und ja, das muss ich so lesen. Oh ja, so schissig elf. Okay. Wenn wir jetzt einen Living Wood reinschmeißen in das Portal, kriegen wir einen Dreamwood. Dreamwood, similar to Living Wood, can be turned into various decorative blocks. Have a look through the decorative blocks entry under miscellaneous for the recipes. Das Portal frisst das akut kein Mana, oder? Doch, das frisst Mana. Das frisst ganz gut Mana, deswegen müssen wir das auch ausfrichten. Es ist leider nicht so wie bei Terrasil, dass es auf einmal futsch ist, jetzt zieht es langsam. Okay, wir können daraus Dreamwood Tricks machen. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ach, fuck it. Wir können Mana-Stil oder Blöcke reinschmeißen, zwei Stück, und wir bekommen einen für zwei Barren, ein Elementium oder zwei Mana-Stil. Ein Block auf Männer, Block auf Elementium. Eine Mana-Perle gibt uns ein Pixie-Dust und einen Mana-Diamanten oder einen Block auf Mana-Diamond gibt uns einen Dragonstone oder einen Block auf Dragonstone. The Elves are also quite keen on the white posh block from the Nether Quartz, the ones they had on their world as tinted green. This Quartz worked just like any other Quartz, be it normal Nether Quartz or any of the decorative variants you can find on the blablabla und da blablabla. Also einen Nether-Quartz reinwerfen und wir würden einen Elfen-Quartz reinbekommen. Alfheim also has its own variant of glass in the form of Alfglas. Also Alfglas hier kennt er, diesen alten, Alien damals, auf Kabel 1 lief, keine Ahnung, wer das lief. Genau, der haarige Alien hier auf Alf, das ist dann einfach so ein Glas, das ist so in der Form aufgebaut wie Alf. Its look is rather light and its patterns are randomized depending on where it's placed. Also hier randomized, ne, immer schön die Form. Trading goes for Mana Glass. Ein Mana Glass reinwerfen und wir bekommen ein Alf Glas. Ich würde sagen, ich sehe nur, was du da drüben wieder geschafft hast. Ja, meine Firma ist im Moment wieder eingekackt. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal das, was wir die ganze Zeit schon hinausgezögert haben. Ich mache uns eine zweite Pure Daisy. Ich habe übrigens die Floating Bloomers laufen bekommen. Nur so zählen. Ah, stimmt. Ja. Ich noch mit angeben. Ja, hier fliegt sie wunderschön. Hast du fein gemacht. Da. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, Klatscher bekommen. Dankeschön. So. Wir machen jetzt auf jeden Fall. Hast du noch Living Wood? Living Wood? Und wieso war da gerade ein Strahl vom Terrorblade? Ach, was weiß ich. Das kann ich nicht relativ leicht beantworten, weil ich zu hoch gezählt habe. Das ist eingekommen. Ja, komm jetzt. Hast du noch, Ja, generell schon. Muss nur warten, bis dir was läuft. Ich will mal gerade schauen. Kann man einfach den Manas wieder. Ja, geht doch. Nö. Wo ist es? So, jetzt ist wieder das gemacht. Da. Danke. 5 Stück, dann kann man nämlich das hier schon mal nach Alfheim senden. Und wir bekommen Dreamwood. Dreamwood. So, was kann man mit Dreamwood machen? Wir können ganz anzünden. Wir können eine Applied Energistics Fassade machen. Oder eine BC Transport Fassade. Oder Treppen. Oder wir machen einen Elfen-Mana-Spreeder. Das ist eine Möglichkeit.
Oder wir machen eine Drum of the Gathering oder eine Lens Clip oder eine Spectral Platform oder Slabs. Oder ein Zweig. Was kann man nicht aus dem Zweig machen? Ah, die Pickaxe. Wir können eine Elementium Pickaxe machen. Elementium Axe. What of Unstable Reservoir? Okay. Also auf jeden Fall, Dreamwood brauchen wir auf jeden Fall was. Und was ich dann jetzt gleich auch machen werde. Wir haben hier drüben jetzt noch die... Wo ist die? Ah, da ist die Explosionsblume. Die hole ich mir mal ganz kurz rüber und stelle sie hier ran. Und ich muss... Wo ist das TNT? Wieso frage ich, wie ich das ausgerechnet? Ich hab's nicht angefasst, ich schwör's. Okay. Ich vertraue dir ausnahmsweise mal. Sollte ich lügen, solltest du beim nächsten Mal auf ein paar Druckplatten achten. Gut zu wissen. Ich feiere aber dieses Portal richtig ab. Ja, das ist cool. Also ich liebe jetzt schon den Mod-Entwickler von Bogdania. Kannst du mir einen Antrag machen? Garantiert irgendwo so eine E-Mail stehen. Ich stand wieder kurz davor dabei. Du weißt, was ich meine, Sebastian. Ah, halt's mal. So. Ich habe mal ein bisschen übertrieben. Ich habe mal ein Stack Eisenblöcke gemacht und das mache ich jetzt mal zum Mana-Stil. Aber warte mal, ich wollte noch schauen, wo TNT ist und so. Hatte ich das hier drin? Das sieht nicht danach aus. Alter, wo ist unser TNT? Ah, hier ist 5. Ist nicht die Welt, aber ist schon mal was. Wo ist er? Wieso fällt mir das erste ein, wenn ich sowas frage wie, wo ist unser TNT oder wo ist unser Dynamit? Ja, unser TNT, unser Dynamit. Oder wo sind unsere Feuerzeuge? Warte mal, Sebastian. Wieso ist das das erste, was mir einfällt? Naja. Gut, wir machen jetzt auf jeden Fall mal bisschen was vorsichtig, das heißt jetzt Feuer im Rohr. Feuer im Rohr! Irgendwie hast du gerade ein Wand of the Force, meiner funktioniert nicht. Ich krieg den Mana-Splitter nicht verbunden. Ich hatte gleich das gleiche Problem wie du letztes Mal. Weil der wird direkt vernichtet. Mit vernichtet meine ich, wer wie der Schacht runter, wer als erstes runterfliegt, hat verloren. Hier ist meiner. Ja, danke schön. Ich mach dann jetzt schon mal. Zwei Blöcke Elementium. Weil das Elementium können wir auch zurückverkaufen, ist halt klar. Wir können auch eine komplette Armor draus machen. Damit haben wir das Armor Set Great Fairy Blessing, dass wir 10% weniger Mana-Kosten haben auf Mana-Tools. Und wenn wir mit Pixies kämpfen, kriegen wir Potion Effects. Positive? Positive. Und das würde uns noch hilfreich sein. Ich fange dann jetzt schon mal mit der Rüstung was an. Und wo haben wir noch? Dann mache ich mal den hier. Weil wir brauchen jetzt gerade wirklich so viel Elementium wie möglich. 1, 2, 3. Gut. Dann mache ich. Komm, das tue ich erstmal beiseite. Die Rüstung besser noch nicht anziehen, ne? Ah, okay. Wie sie. Ah, du hast jetzt gerade den Wand of Frost. Brauche ich nicht mehr. Gut. Keiner hinter dir, ne? Ja. Gut, danke. Ja. Was man dann jetzt schon mal machen kann, wir können jetzt, weil wir schon ein bisschen Elementium haben und ein bisschen Dreamwood, können wir mal einen Mana-Speeder verbessern.
Wir haben jetzt hier einen Elfen-Mana-Spoiler. Ich würde sagen, hat der noch was drin? Ja, komm, das ist das Kollateralschaden. Das mit dem Wasser funktioniert so aber nicht ganz. Was denn? Achso, nee, irgendwie immer, wenn ich das Wasser reinkippe, ist das direkt wieder im Eimer. Ja, aber willst du wahrscheinlich bei dir was am Backen. Ja, ja, probier du bitte mal. Ja, das klappt bei mir. Ah, okay. Gut, ist hoch. Ja, danke. Boah, die gerade krasse Lex. Ja, das scheint auch zu funktionieren. Gut. Die hat nichts mehr drin, dann kann man das TNT wieder in die Luft jagen. Gut, ich will mal kurz was schauen. Ja, Elfenmannerspieler stehen jetzt hier drin. Für Elfenmannerspieler, blablabla. Also generell. Wir Elfenmannerspieler hat den Vorteil, es kann mehr Mana auffassen. Es arbeitet schneller und je länger es arbeitet, desto weniger Mana verliert es. Der Mana-Speeder an sich hat irgendwie so eine Verlustchance von 0, so, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein bisschen, ja. Du weißt, wie ich das meine, ne? So hoch. Ja. Deswegen, wir haben jetzt hier auf jeden Fall diesen Elfen-Mana-Speeder. Können wir dann schon wieder ein bisschen. Wow, noch nicht so viel. Wie lange sind wir hoch? Oh, gerade 10 Minuten. Noch was Elements hier machen. 4, 5. Gracias. Was heißt das auf Spanisch? Danke. Ja, oder so ähnlich. So, wir brauchen noch. 7, 14, 22 Elementium an sich, dann sind wir mit der Rüstung fertig. Das klingt gut. Gut. Machen wir was weiter. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich noch machen soll. Mana Enchanter müssen wir eigentlich nicht machen. Haben wir Kakaobohnen? Oh. Das würde mich echt mal. Es gibt Mana in der Bottle? Okay. Oh, sorry, war ein Versehen. Ja, hoffen. Ah, das weiß ich. Du hast nicht gerade zufällig Erde dabei? Ich bringe dir gerade welches. Okay, danke. Hab gerade eher wirklich weniger was zu tun. Ich hab dir extra mal so einen kompressen Dirt mitgenommen. Zwölf Stück. Ja, danke. So und so. Ich glaube, das sollte jetzt reichen, oder? Vergessen, neues Living Wood nachzumachen, weil wir müssen jetzt echt mal schauen, dass wir auch die Mana-Brüder ersetzen. Und wir müssen nochmal schauen, dass wir noch den Beacon machen. Also das Leuchtfeuer, ne? Ja, ja, das ja. Ich bin auch ein Profi, ich setze das jetzt gerade hin und arbeite, er baut es sofort ab. Ich will schauen, ob es da eine schnelle Möglichkeit noch gibt. Okay, Nether's da. Peaceful Mode only. Was glaubst du, wie schnell würden wir brauchen, eine Wasserbiene zu machen? Was? Ich glaube, da wäre es schon schneller zum generell zu craften, ne? Also zu farmen, die Wasser-Skelettköpfe. Ja, denke, also ich fange nicht mit der Bienenzucht an. Das habe ich schon fast gedacht. Mann, Bienenzucht nicht sonderlich. Könnte ich gar nicht nachvollziehen.
gibt auch neue Generating Flora. Zwar? Die Kikimurus. Cake is delicious. Ah, das ist ja cool. Die macht aus dem Kuchen, macht die Mana. Und die Spectrolus. Okay. Okay, das ist auch nicht schlecht. Die macht halt. Gibt es noch eine Blume, die macht aus Wolle. Mana. Dann gibt es die. Auch die neue Functional Flora. Dann gibt es hier die Heisei Dream. Das ist. Also, das Wolle-Mana klingt schwer, so als kann man damit was anfangen. Ah, das sind jetzt die Blumen, die ein bisschen OP waren, sag ich jetzt mal. Die wurden jetzt hier für später reingehauen. Hier auch die Lunium, die machen aus den Dungeons das Zeug. Oh. Ja, die Orchid haben wir ja schon. Und die Spectranthemum. Ja, die deportiert, wow. Ja, da gibt's noch ein Crafting Table, Drum of the Gathering. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das gibt sowas wie diese Drum of Gathering, die macht, wenn die Mana Boost kriegt, schert die Schafe und milkt Kühe. Okay. Ob die weniger Mana verbraucht als die Wolleblume produziert? Ich glaube, das kannst du vergessen. Question Virus? Oh, ist ja cool. Das ist echt mal cool. Es gibt so ein Virus, den kannst du dann richtig auf dem Pferd machen und es wird dann entweder zu einem Zombie oder einem Skelettpferd. Ich nehme deine Mond of the Forest haben. Ich weiß nicht, vielleicht wieder einen Bauer. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert. Hab ich jo, jo. Licht neben mir. Wo bist denn du? Bei Terrassil ungefähr. Okay. Ja, danke. Jo. Du kannst ja auch gerade wieder einen neuen machen, ne? Wir haben. Ich bin gerade wieder. Achso, haben wir wieder einen Nebelmond? Ich hatte keine Lust, welches jetzt zu machen. Ja, ich habe gerade wieder 16 im Inventar. Müssen halt auch nur schauen, dass wir Dreamwood machen. Ich glaube, spätestens jetzt recht ist, dass wir das nicht auf Vorrat gemacht haben. Ich mache nochmal ein bisschen Explosive Stuff. Hi. Jetzt sind wir was an, ne? Hallo. Was seht ihr nicht, wenn man, keine Ahnung, 8 von den Entropien im Kreis aufstellt in die Mitte ein TNT. Kommen die dann mit einem TNT aus, oder? Nein, nein. Nur eine lädt sich dann auf. Ach, das ist schön. Das bin ich mir aber nicht sicher, ob das so gut klappt, weil ich hatte mal auf einem anderen Server, hier auf dem Server von Trivolo, wo ich auch noch ein bisschen am Zocken war, oder bin, hatte ich mal versucht, 2 TNT hintereinander zu setzen und das hat sie dann ganz schnell Bumm gemacht. Okay. Also war wirklich alles weg. Jetzt weiß ich nicht, wie gut das hier klappt. Holt wieder 2 Elementium. Richtig, dass der Mana-Pool so gut wie leer ist die ganze Zeit? Ja, ja, ich habe richtig viel Mana momentan verbraucht. Okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit den ganzen Hydros noch anständig. Sollte eigentlich. Ich habe jetzt noch 2 Elfenmanas-Breeder gemacht. Dann ersetze ich mal ganz schnell den hier. Ist schon mal gerade, ist er leer? Moment. Ne, ein bisschen hat er drin, aber scheiß drauf. Ja, okay. Dann Elfenmanas-Breeder einmal verbinden. Moment, warte, nutze ich ganz kurz den, dann guck mal kurz nach, ob die unten die Hydros noch produzieren. Müsste eigentlich. Und irgendwie produziert
gerade. Moment, die hat Mana drin. Ah, ja, funktioniert noch alles. Sehr schön. Wait. Kacke. Framerate. Und ja, ich hab's gleich. Das treffe ich. Ja. Ja, Volltreffer. Gut. Krieg ich mal schnell den Mund auf Forest? Verständlich. Gut. Danke. Dann machen wir nochmal den hier. Wie voll ist jetzt der Elfenmana-Spreader? Der ist gerade randvoll. Achso, der auch? Ich dachte, der fast mehr als der normale. Nein. Der fast zwar ein bisschen mehr, aber die Entropinium macht einfach so viel Mana auf einmal, dass er komplett voll ist. Selbst ist der größte Schwerter so voll. Wie sieht's eigentlich aus? Müssen wir nochmal hier die Mana-Blumen, also die Blume für weitere Petals nochmal anschmeißen, oder? Nee, gerade nicht. Ich meine, das ist eigentlich für die Hydro-Fixe noch. Ja, ich weiß, aber hab noch was auf Vorrat. Gut, was? Ich mich drum. Okay, alles klar. Was ich nochmal machen wollte, eine bestimmte Blume. Wollte ich mal schauen, was irgendwie produktiv ist. Da verbrauchen wir zwei. Eine Lime Mana Petal und eine Mystical Lime, Green Mana und Mystical Green und Mystical Black und eine Rune of Summer and Water. Okay. Das ist sehr schön, beide Runen haben wir nicht. So muss das sein. Jetzt bin ich gerade am Schauen. Rune of Summer war. Erde, Melone, Slimeball und zwei Sand. So. Oh, wir sind bei 22 Minuten. Gut, das heißt, ich würde sagen, das war es jetzt mal für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, lasst einen Kommi da, schreibt rein, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao.